So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und denkt dran, wenn ihr Support da lassen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen. YT-FamilyHack. Würde mich freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir heute in einen etwas besonderen Shop rein. 1, 2, 3. Ah, fangen wir unten an. Also, Crew-Paket noch drin. Aber das Starter-Paket ist weg, oder? Nee, da ist das. Also, an den Paketen hat sich nichts geändert. Ne, ist alles geblieben, wie es ist. Dann Glitzergold drin, Schlachtenstäbchen, also Viehstäbchen. Dann die Arktis-Assassinen ist drin, Eisbrecher, schöne Pickaxe, spiele ich auch gerne. Beschlagene Hacke, dann Billy Bones. Und auch nicht schlecht. Vor allem, ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, dass es überhaupt gibt. So, dann haben wir drin, Rex ist natürlich wieder zurück, mal wieder. Ich weiß, der Skin ist teuer, aber darf nicht vergessen, es ist halt wirklich einer der ersten, es ist einer der ersten Tier-Skins, sag ich jetzt einfach mal. Dann Dino-Kommando, dann Fanatica, dann Showdown, Hack Money, dann Schnittiger Vogel, auch ein schöner Kleider, wie ich finde. Der ist echt nice. So, dann haben wir Fastball drin, Schlagmann, dann Home Run, auch für mich, ich sage ja immer wieder, für mich sind das hier die UG-Kleider, generell genau diese Form. So, dann durchschlagender Erfolg, ist auch nicht schlecht. So, und da haben wir das Mega-Paket, nämlich das Paket besteht halt wie gesagt aus zwei Skins. Und dann haben wir einmal das Back- und Rückenaccessoire, dann die Pickaxe. Dann noch den Kleider. Das ist schon nice. Ja gut, die Sprays, da ich immer wieder, benutzen wir eh nicht. Das Emoticon. Dann das Banner ist natürlich auch nice. Der Ladebildschirm noch dazu. Warte mal, gerade gucken, ob ich ein Bild. Ja. Ist okay, sag ich mal. Ist jetzt nichts Besonderes in meinen Augen. Dann das Emote. Aber das geht natürlich nur, wenn das Rückenaccessoire ausgestattet ist. Dann natürlich eher noch plus noch die Animation und das ist auch mit dem Skin eure Pickaxe, wenn ihr das Emote benutzt. So, dann würde ich sagen, dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und in dem Sinne euch einen schönen Freitag und haut rein.